Willkommen zurück zu FIFA 17 in Saison 8 bei Spiel 2. Belgien gegen die Niederlande. Jetzt Heimspiel auf meiner Seite, auch schon seit letztem Spiel. Beziehungsweise, ne, jetzt geht's erst los mit Heimrecht hier bei mir. Letztes Spiel noch eine 3-0 Auswärtsniederlage erleiden müssen. Und jetzt die Heimprimäre hier im Odromo. No! Das heißt jetzt hier viel Glück jetzt hier für Spiel 2. Auf geht's. Und ich habe auch eben gelesen wieder Leute, die die Videos ganz lustig fanden. So in den Kommentaren im letzten Video oder vor zwei Videos war es gewesen. Auch Grüße gehen an die raus, die immer fleißig oder von den wenigen Abonnenten, die Kommentare unter die Videos schreiben und Feedback geben. Ist wirklich gerne gesehen. Immer weiter so. Oh, wie fischt er den denn raus? Und da hält er ihn noch hier, Courtois. Der Stürmer auf weiter ja. Flur. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal eine Reaktion zeigen. Wieder erstes Spiel 3-0 verloren. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne reinschauen. Also, ein Ehrentreffer wäre verdient gewesen oder hätte vorher ein, zwei Tore machen müssen. Aber wieder unfassbar mit der Chancenverwertung. Oder wie der Torhüter gehalten hat. Wow. Auf jeden Fall ein Monster da hinten drin. Ja. Starke Parade, Mann. Na, man sieht mich, ey. Krass. Wow, geht da alle durch da, oder was? Hey, kann man denen nicht sagen, die sollen früher rausrücken? Die bleiben da voll tief, so lange voll tief stehen, Mann. Deswegen kriegen die nie den zweiten Ball. Ja, ich weiß es nicht, ey. Die stehen immer so. Eckball ist geklärt, trotzdem steht sie noch so tief. Das will ich eigentlich gar nicht. Ein bisschen offensiver jetzt. Eventuell bringt es was. Tom. Eieiei, jetzt ist er auch noch verletzt. Wow. Ja, guck dir halt zu, wie der Gegner den Ball nimmt. Ja, genau. Na, ist doch Rückpass, hör mal. Pfeift er wohl auch nicht. Aber ja, keine gewollte Aktion zum Keeper. Würde ich das so bewerten jetzt in der Situation. Oh, eben wollte ich rüberlegen zum Mittelstürmer und dann wird er umgehauen. Alles richtig gemacht. Oh, was ein Dingen. Freistöße kann ich schon mal irgendwie. Kann ich irgendwie auch nicht mehr. Ja.
Die nächste Standardsituation, meine Damen und Herren. Wird sie den gewünschten Erfolg bringen? Na, wer weiß. Das ist so eine Ballername, Mann. Alle, ich würde das Spiel schnell machen und so. Und der kriegt vorbei, Mann. Mann, gibt's doch gar nicht. Der Schneider. Verlernt hat er nichts. Ja, viel zu weit, Mann. Lol. Ach, war ich denn, Alter? Oh Gott. Spring doch da rein in den Schu in die Flanke. Alles tot. Spring doch da rein. Schiri? Hallo? War das Ball? Nein, Mann. Oh! Der 6:1 Paraden. Na, oh, schießt er wieder den eigenen ab, Mann. Bleibt wieder hängen. Oh Gott, was ein Abschluss. Carrasco. Aber immerhin mal ein Abschluss, so muss man es auch sehen. Und nur 1:0, das muss ich immer im Hinterkopf behalten. Das ist wieder eine knappe Angelegenheit. 3 Minuten Nachspiel. Da unten steht 3 und oben wird plus 4 angezeigt. Okay. Beste. Was nochmal jetzt? Da unten stand 3 und oben wird plus 4 angezeigt. Da hat wohl die Nachspielzeit unten angezeigt, der Linienrichter. Und oben steht plus 4. Lol. Hab ich gar nicht drauf geachtet, ey. Nein. Astro ein. Noch ja.
Scheiße. Nur 1-0. Es ist noch die Hoffnung, die mir bleibt, dass es nur 1-0 steht. Ein Treffer von mir und bin ich wieder da, Mann. Ich muss auch mal den Kasten treffen jetzt. Oder du triffst den Kasten. Was war das wieder? Was war das für ein Zweikampf da in der Mitte? Die behindern sich erst zu zweit, da die zwei, oder die Niederländer. Und dann fällt er dem vor die Füße im Robben. Ja, ich mal. Eieiei, was ein Start in die zweite Halbzeit. Ja, genau, Mann. Das ist doch ein Spiel wieder. Zum Vergessen, Bro. Zum Vergessen, zum aus dem Fenster werfen. Samt Hülle. Boah, war ein Pass, ne? Ja. Nee. Gibt's ja nicht. Kollege, fangen ihn doch, Alter. Schade. In dem Beispiel übrigens noch. Der Torhüter macht mal wieder die Krabbe, Alter. Anstatt dass stehen bleibt. Nebenbei. Hallo, die Bayern ja. Spielen noch nebenbei, ne? Ja, stimmt. Die liegen hinten. Echt, ja? 1-0? Mhm. Okay. Und Arsenal liegt 2-0 zurück gegen Ludogorets. Ja. Gott. Beste. Hinspiel ist 6-0 ausgegangen in London. Für Arsenal, ne? Ja. Hatte der Özil auch ein schönes Tor erzielt, oder nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Timo steht schon nah 0-3, hör mal. Hey, ja, ich weiß. Jetzt 3-1? Nein. Und die verhindert sogar noch den Eckball, Alter. Der rennt seinen eigenen Mann um, der Torhüter. Und keiner in der Mitte, ey. Hör mal, ich hab zwei Stürmer oder einen neuen Stürmer gebracht, ey. Jetzt habe ich eine Doppelspitze und immer noch nix. Das ist doch. Ist doch wieder zum Brechen, ey. Ja, das finde ich gerade auch. Nee, du kannst ja zufrieden sein, aber das ist ja wieder. Na, ich meinte den Pass jetzt gerade. Ach so. Na, ja, aber man geht nur erst okay. Hä? Also muss ich mir nochmal wiederholen angucken. Unfassbarkeit auf der Trainerbank von den Niederlanden. Was ist da passiert? Der Strohmann oder Strohmann oder wie er heißt. Strohmann. Wahrscheinlich habe ich den Pass gespielt und dann kam die Grätsche. Ja, jo. Zack, läuft da noch irgendwie rein. Schön. Was? Guck mal, er steht doch sofort wieder auf. Da war kein Foul. Lächerlich. Na, in der Mitte wieder, wa? Ist ja gar nicht, ey.
Beste. Sehr effektiv, egal. So, komm, werf die Scheiße jetzt hier nach vorne. Noch, was ist das denn, Alter? Da gibt es sogar fast Einwurf. Wohl die Eckpfanne treffen, ne? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ey, was sind das für Zweikämpfe, Mann? Wie bei der E-Jugend, Mann. Nein, Mann. Ey, was? Das war Glück. Ballglück. Oh Gott, Timo, Alter. Junge. Mehr als auf Kreis drücken kann ich nicht. Hey, das ist doch nicht Ja, vielleicht normal. erstmal annehmen oder so. Dann macht den auf jeden Fall. Das kann's doch nicht sein. Wesley Snyder. Hashtag 7 Jahre Pech in die Kommentare. Mir gerade so vor. Warum geht doch dahin, hol den Ball wieder, Mann. Oh Gott. Hey, was haben die drauf aus der Zahnbelag, Mann? Das kann's nicht sein. Ja, mein oder was? Nee, meine. Wie so ein Haufen Kaninchen vor der Schlange, Mann. Voll ängstlich und. Oh, was ein bunter Haufen da hinten. Oh Gott. Und ganz unten läuft der Alien, Alter. Warum kann man nicht mal dahin rüber passen? Abseits. Alter! Gibt's doch nicht. Ich dachte, oh. Der hin. Was macht der da? Nee, komm schon. Ist da noch ein Unentschieden drin, Leute? Meinst du? Ich hoffe es. Oh Gott. Stark, Junge. Jawohl! Schönes Tor, Junge! Nee, Alter, gibt's ja gar nicht. Was eine Maschine, Alter.
Boah, krass, Alter. Scheiße, ey. Klasse! Das belohnt man sich mal. Peace, ey. Oh, 3-3. Na, piss. Blöder Bengen. Oh. Oh Gott, das ist ein Game. Wechselbar der Gefühle. Oh Gott, ey. Das Ding noch offen gehalten. Aber wann gab es das letzte Mal 3-3? Ist auch bestimmt schon ein paar Monate her, wenn überhaupt. Oh, wirklich, Mann. Junge, Junge, Junge. Was eine Freude mal wieder, ey. Fühlt sich an wie ein Sieg, obwohl ich da die große Chance hatte, wo da ein Innenpfosten ist und raus ins Aus. Ja, Mann, Mann, Mann. Hey, aber mit dem einen Punkt kann ich unterm Strich, denke ich, ganz gut leben hier nach 3-1 Rückstand. Die Bleib Saison erstmal ist bei 0, ey. Jetzt also, sozusagen, ja. Cool, ja. Erstmal wieder offen gehalten. Die Saison ist noch lange nicht entschieden. Suchen wir uns direkt hier wieder die entsprechende Mannschaft aus hier, Belgien. Und dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Ob ich jetzt hier an Flo vorbeiziehen kann mit einem Sieg oder beziehungsweise gleich ziehen kann, sehen wir gleich. Also haut rein. Ciao, ciao.